So, okay, wir sind hier in Neumünster-Wasbek am Trelleborgsee und wir wollen jetzt heute Eis fischen. Ich habe jetzt hier die Eislöcher mit einer Kettensäge aufgesägt, weil hier in diesem See die Fische doch etwas größer sind und die klassischen Eisbohrer gehen eigentlich nur bis 20 cm Durchmesser. Und wenn man manchmal so Fische hat mit 80 oder 100 cm Länge, dann ist so ein 20 cm Eis noch doch etwas klein. Und mit der Kettensäge ist es halt angenehmer, man kann den Fisch viel besser landen und rauskriegen aus dem Loch. Ich habe natürlich das Öl abgelassen aus der Säge, damit wir uns hier das Wasser nicht versauen und hier keine Rückstände zurückbleiben. Und jetzt wollen wir mal einen Fisch fangen hier. Einmal auf Balance Jig. Yeah! Eisangeln skandinavisch mitten in Schleswig-Holstein. Das macht Spaß. Wenn jeden Winter Winter ist, können wir das gerne noch mal wiederholen. Das geht nicht, zu dick. Das ist zu dick, ja. Nur so probiert, das kann man lang. Die Jungs, die sehen doch nichts, wie die alle davor stehen. Schöne Forelle. Oha. Die dreht da ihre Runden unterm Eisloch. Oh, 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 oh. Was sagst du? Ja, das ist ja mal weg. Und bringt Spaß, André? Oh ja, aber sicherlich. Das. Da ist es. Da muss die Kopf voran zum Eislauf bringen. Ja, das ist richtig. Das ist klar. Das ist noch nicht so weit, dass man sie landen kann. Hey. Das
zwei Minuten. Eine wunderbare Bachforelle. Ein sehr schöner Fisch. Klasse. Wunderschön gezeichnet. Top-Kondition. Schön auf Zocker. Jo. Zikade, genau zu sein. Perfekt. Also, lass Sven noch mal kommen. Der kann den besten Latten nehmen. Komm mal, komm, ich sag, wollen wir beeilen. Geil. Ach, die hat mir auch nicht genommen. Hat sie? Jetzt müssen wir ein bisschen hier. Achtung. Ja, okay. Ach, die hat auch unsere Würmer schon genommen, weißt du? Die hat sich hier also richtig gütig getan, sag ich mal. Ja, ja, also okay, dann komm mal hier. Fisch. Und ein schönes Ding. Oh, da läuft der Rogen raus. Ja. Auf eine schwedisch-finnische Saiblingsmontage. Ja, der schlaue Angler greift gleich ab, ne? Sollte man abschneiden. War es wohl schon. Ja, Eisangeln ist ein Sport für harte Männer. Mit dem Augenzwinkern gesagt, wer hier lange durchhalten will, um Fische zu fangen, der muss ein bisschen sich Gedanken über die Ausrüstung machen. Und das fängt nicht bei den Ködern an, sondern beim Equipment. Tipp 1, ein Schlitten. Schlitten ist hervorragend, um seine gesamte Ausrüstung nicht mühsam übers Eis schleppen zu müssen. Einfach auf den Schlitten packen, eine Gummikrampe rüber, mitnehmen. Eine ganz einfache Sache, dadurch werden auch Stellungswechsel einfach. Denn Eisangeln ist Fleißangeln, den Fisch muss man unterm Eis suchen. Zweiter Tipp, eine Kelle, um das Eisloch freizuschöpfen. Dann muss man nicht jedes Mal die Hand nehmen, das hält die Hände warm. Dritter Tipp ist eine vernünftige, angepasste Ausrüstung. Man kann natürlich kurze, normale Spinnangeln nehmen, aber mehr Gefühl bei dieser Angelei hat man, wenn man wirklich ganz kurze Eisangeln nimmt, so wie man sie gelegentlich im Laden sieht und so wie sie in Skandinavien absolut üblich sind. Ich benutze zwei verschiedene Sorten von Eisangeln. Eine etwas gröbere mit einer Multirolle, zum Barsch und zum Hechtangeln mit Balance-Jigs. Die zweite, deutlich feinere, ist ein Eigenbau. Die liegt sehr ausgewogen in der Hand, hat eine Stationärrolle mit extrem feiner Schnur drauf. Das ist eine 16er Schnur. Die benutze ich zum Angeln mit der Mormyshka. Mit der Mormyshka werden hauptsächlich Barsche gefangen, aber auch Weißfische, wenn die Mormyshka klein genug ist. Und man kann auf Barsch und auf Weißfische damit auch richtig Strecke machen, auch unterm Eis. So, zu den Ködern kurz. Es gibt verschiedene Balance-Jigs. Die besten Modelle, die sich im Alltag am meisten bewährt haben, kommen aus Skandinavien. Besonders gern gefischt wird mit Balance-Jigs in Finnland und da kommen auch die Top-Modelle her. Was Sie hier sehen, sind Rauhala-Modelle und Rapala-Modelle. Beides aus Skandinavien. Wer keine Balance-Jigs hat, kann auch kleine Pilker, Zocker genannt, im Eis benutzen. Auch da kommen die besten Modelle aus Skandinavien, aber genauso gut kann man natürlich auch leichte Barschzocker aus unseren Geschäften nehmen. Die Mormyshka-Angelei ist eine Angelei für sich. Da braucht man eine extrem feine Rutenspitze. Ich habe hier eine Bipperspitze von einer Fiederangel genommen, die feinste, die im Laden zu kriegen war. Weil der Biss auf diese Kleinstköder über die Spitze angezeigt wird. So, wie klein diese Mormyshken sind, sieht man daran, die meisten sind so groß wie ein Käfer. Daumennagel
und kleiner bis kleinen Fingernagelgröße. Das sind, wie gesagt, exzellente Köder, um damit auf Barsche und auf Weißfische zu angeln. Am besten fängt die Mormyschka, wenn sie beködert wird. Dazu kann man Schwanzstücke von Wecki-Gummis nehmen, wie man sie jetzt in vielen Angelläden bekommt. Man kann aber auch Mystik nehmen. Das wird von Friedfischanglern benutzt. Das ist eine Gummipaste, die auf dem Haken starr wird und eine Zuckmückenlarve imitiert. Das sieht dann so aus. Wer keine Mormyschka im Laden zu kaufen kriegt, keine Original-Mormyschka, das ist überhaupt kein Problem. Man kann auch in die Fliegenfischerabteilung gehen und kann sich dort Tungsten, also Wolfram-Nymphen, holen und kann mit diesen Wolfram-Nymphen als Mormyschka-Ersatz fischen und das funktioniert genauso gut. Und an schwierigen Tagen empfehle ich, auf die Mormyschka noch eine einzelne Made zu stecken, dann wird das Ding richtig gefährlich. Hallo liebe Leser, wir befinden uns hier beim Eisangeln auf einem Forellensee etwas nördlich von Hamburg. Und es ist heute ein super kalter Tag, irgendwo minus 8 Grad. Es ist furchtbar unangenehm. Aber was hilft beim Eisangeln? Da muss man durch. Dicke Kleidung auf jeden Fall. Ein warmes Getränk sollte man auch dabei haben. Gut zu essen irgendwo, denn das zehrt recht kräftig, irgendwo so viel lange Zeit an der frischen Luft zu sein. Wir haben hier jetzt ein Eisloch gebohrt und probieren jetzt unser Glück mit der Posenmontage. Da Forellenseen ja immer etwas tiefer sind, verwenden wir hier eine Laufposenmontage. Und wie ihr seht, die hat auch schon wieder Eis angesetzt. Bei solchen Temperaturen ist es tatsächlich so irgendwo, dass das Loch schnell wieder zufriert. Deswegen gibt es eine solche Schöpfkelle und mit der muss man alle 3 bis 5 Minuten das Loch vom sich wieder neu gebildeten Eis befreien. Machen wir das mal. Da sieht man also schon wieder neu gebildetes Eis drin. Das geht leider bei diesen Temperaturen furchtbar schnell. Als Köder habe ich jetzt ein Wurmstück angeboten mit einer kleinen Lachsei-Imitation. Und das hat sich eigentlich auf Forellen immer sehr gut bewährt. Ich zeige es euch nochmal. So, hier ist das Tauwurmstück und abgeschlossen wird das Ganze von einer Lachsei-Imitation. Ausgebleit ist die Pose so, dass sich ein einzelnes Bleischrot ca. 20 cm über dem Haken befindet. Das Hauptblei sitzt nochmal 20 cm höher. Das ist hier. Und dann kommt die Pose, die zwischen zwei Stoppern aufgleitet bis zum Posenstopper in der entsprechenden Tiefe, in der man angeln möchte. Also probieren wir unser Glück jetzt nochmal. Manchmal muss man bei diesen Temperaturen mit der Hand nachhelfen, damit die Schnur auch wirklich durchgleitet. So, die Pose steht. Und dann hoffen wir mal auf den ersten Biss.